Ich glaube ja der ganzen Schulmedizin überhaupt nicht. Und im Appenzellerland wohnen sehr viele Leute, die das Ganze durchschaut haben. Die luchsen den Leuten bloß Geld ab. Und darum bin ich auf Appenzell, auf Bürisweile, zu einem Güterli Naturdoktor. Mein Güterli-Doktor ist der beste Kollege vom Kurpfuscher in Ebiswald. Und der hat eigene Misch- und Abfüllvorrichtungen. Wir sehen hier eine Spezialeinrichtung, da wird gerade ein neu hergestellter Impfstoff getestet auf Nebenwirkungen und so weiter. Der fertig hergestellte Impfstoff wird dann vom Dr. Brünnisauer persönlich mit dem medizinischen Transportwagen in die ganze Welt verteilt. Ja, ich würde sagen, es ist alles wunderbar. Aber auch nur, wenn man geimpft ist. Ja, jetzt schau doch da an. Da hat's ja ein Bänkli. Aha, nur für Geimpfte. Ja, da kann ich ja gut ansitzen. Ah, es tut so gut. Wenn man geimpft ist, da ist man einfach ein richtiger Mensch. Ich bin vom Bundesrat beauftragt, zu kontrollieren, ob wir zwei Deppen geimpft sind. Also ich habe die erste Dosis schon bekommen. Also wenn ich mich impfen lasse, dann nachher nennt niemals den gleichen Impfstoff wie du. Du bist doch ein Dummel. Weil du hast nach der Impfung angefangen zu spinnen. Und ich? Ja, also lass mal, ich habe mir überhaupt nicht ernst nehmen. Du hast nicht mal Matura. Wenn ich mich mit meinem Kurpfuscher hätte impfen lassen, würde ich auch verschwinden. Also ich kann dir nur sagen, also die Impfstoffe, die ihr habt, die sind ja sowieso nichts. Ich habe für mich einen ganz speziellen, und zwar einen ganz bekannten Götterli-Doktor von Bürisweilen, dort den selber mischen. Und? Ja, und überhaupt? Was glaubst denn du überhaupt? Hä? Mit dir rede ich ja gar nicht mehr. Wenn wir die von der Seite anschauen, dann sieht man ja jetzt schon die Nebenwirkungen. Es wachsen da ja Studien zu mir aus. Also wir zwei sind ja jetzt geimpft und gehen jetzt einfach ein bisschen spazieren. Schau mal, wie das herhumpelt. Der ist ja nicht impfen lassen. Hey, selber tut, selber tut. Ja, jetzt schau doch da an, schon wieder ein Bänkli für Geimpfte. Ah, ja, ist halt schon gut, wenn Bänkli reserviert sind für Geimpfte. Wäre ich nicht geimpft, könnte ich dort im Wald hineinstehen und Däumchen trüllen.